Ja, liebe Kinder, liebe Eltern aus unserer musikalischen Früherziehung, ich bin der Klaus Neuhaus von der Musikschule Klaus Neuhaus und ich weiß, dass ihr alle durch die Bank ganz traurig seid, dass ihr im Moment nicht zu eurer Kita dürft und wir wollen trotzdem einfach ein bisschen mit unserer Früherziehung weitermachen und wir haben uns heute was Lustiges überlegt. Habe ich so auch noch nicht gemacht, aber wir probieren das einfach mal aus. Wir haben ja jetzt gerade vor Ostern in der Früherziehung eine Bildergeschichte, die heißt Herr Hase und der ungebetene Gast. Eine sehr schöne Geschichte, die hat Simone Hörter mal für uns ausgesucht, die hat für unsere Musikschule mal gearbeitet, die ist jetzt mittlerweile an einer anderen Musikschule und in Wilhelmshaven übrigens. Ja, Herr Hase und der ungebetene Gast beginnt hier. Es gibt gleich immer auch mal Lieder zwischendurch. Die Eltern haben ja von uns die Lieder bekommen. Das heißt, ihr könnt die auch vorher rausholen und könnt ihr dann auch mitsingen. Also es geht hier los mit diesen Bildern. Hinter der Kamera, den seht ihr jetzt nicht, das ist der Marc, der arbeitet bei uns in der Musikschule und der filmt das jetzt alles aus der Hand mit. Ist bestimmt manchmal ein bisschen wackelig, aber wir bemühen uns, dass das ein bisschen lustig wird für euch, ne? Also, es geht los. Herr Hase ist ein sehr ordentlicher Hase. Er mag es, wenn alles sauber und aufgeräumt ist, jede Blume ordentlich gepflanzt, jeder Kieselstein ordentlich gestapelt und jedes Blatt an seinem Platz. Eines Tages findet er ein wunderschön glattes und weiches Ding. Großer Hasenbart, ruft er erstaunt. Genau so ein Ding wollte ich schon immer haben. Ja, jetzt sind wir im Zimmer von Herrn Hase. Eilig hoppelt Herr Hase nach Hause. Vorsichtig wäscht er das glatte, weiche Ding und stellt es ordentlich ins Regal. Herr Hase ist entzückt. Stundenlang könnte er es betrachten, polieren und dabei ein Lied vor sich hinsummen. Ja, jetzt kommt ein Lied, das heißt, ich habe einen Schatz gefunden. Also, wenn ihr es gerade zur Hand habt, einfach mitsingen. Das geht erst ganz leicht auf. Ich habe einen Schatz gefunden, ein schönes, weiches, glattes Ding. Dann kann ich wieder umblättern. So, dann sind wir hier. Doch eines Abends macht es plötzlich Knacks. Und ein feiner Riss ist auf dem wunderschönen Ding zu sehen. Großer Hasenbart, ruft Herr Hase entsetzt. Keine Sorge, das kleben wir gleich. Haha, von wegen. Aber zu spät. Knacks macht es noch einmal. Die Schale bricht entzwei. Und ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt, ne? Und heraus kommt ein seltsames Wesen, nass und zerstrubbelt. Und überhaupt nicht ordentlich, so wie der Herr Hase. Mit großen Augen blickt es Herrn Hase an und piept: Mama! Wie bitte? Herr Hase macht einen Satz zurück: Nein, 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 ich bin nicht deine. Mama! Piepst es ein bisschen lauter. Dann hüpft es auf den Boden und klammert sich fest an Herrn Hases Bein. Da seht ihr es, ne? Da klammert sich das Küken an Herrn Hases Bein. Igitt, stöhnt Herr Hase. Mit spitzen Pfoten steckt er das kleine, klitschige Etwas in die Badewanne. Zuerst müssen wir dich waschen, sagte er. Der ist ja sehr ordentlich, das wisst ihr. Und morgen früh suchen wir deine Mama. Bald sind überall Seifenblasen und kleine Pfützen auf dem Boden. Auf Herrn Hase und im ganzen Hasenhaus. Großer Hasenbart, ruft Herr Hase. Hast du gerade Quark gesagt?
Du bist ein Entenküken. Ja, das wisst ihr wahrscheinlich auch, ne? Dass sie immer Quark sagen. Grummel, Grummel, hört man ein wenig später aus dem Entenkükenmagen. Oh je, seufzt der Hase. Jetzt hast du auch noch Hunger. Magst du vielleicht Haferflocken? Das kleine Küken findet Haferflocken toll. Man kann darin baden, darin planschen und Herrn Hase etwas davon abgeben. Igitt, stöhnt der Hase und lässt warmes Wasser in die Badewanne laufen. Dann gibt es ein schönes Haferflockenlied, auch von der Simone Hörter. Das geht so. Haferflocken find ich toll, Haferflocken find ich toll, am besten eine ganze Schüssel voll. Man kann darin baden, man kann darin planschen und Herrn Hase etwas abgeben und Herrn Hase etwas abgeben. Haferflocken find ich toll, Haferflocken find ich toll, am besten eine ganze Schüssel voll. Enten wollt ihr bomben, ja, wir wollen kommen. Doch Herrn Hase etwas abgeben, doch Herrn Hase etwas abgeben. Jo, und dann geht's weiter. Auf der nächsten Seite. Uah, gähnt das kleine Küken plötzlich. Schlafenzeit, na so ein Glück, ruft der Hase erleichtert. Er setzt das kleine Küken in eine warme, weiche Kiste und deckt es ordentlich zu. Schlaf gut, sagt er. Aber das kleine Küken bleibt nicht besonders lange ordentlich zugedeckt. Erschöpft lässt sich der Hase in seinen Schaukelstuhl fallen. Was für ein Chaos, jammert er. Gleich morgen früh muss ich aufräumen. Mama, piepst das kleine Küken. Vorsichtig klettert es auf Herrn Hases Schoß, kuschelt sich gemütlich ein und macht sofort die Augen zu. Am nächsten Morgen beginnt die Suche nach der Entenmama. Zuerst findet das kleine Küken etwas, an dem man ziehen kann. Und lustig rote Käfer mit Punkten, die kennt ihr wahrscheinlich, ne? Das sind Marienkäfer. Dann findet das kleine Küken ein schlecht gelauntes, stacheliges Monster und hüpft schnell auf Herrn Hases Arm. Aber die Entenmama finden sie nicht. Das war übrigens kein Monster, habt ihr gesehen. Es ist nur ein ganz, ganz lieber Igel, der sich auch wundert, woher das Entenküken kommt, ne? Zu Hause kümmert sich Herr Hase um das Mittagessen. Das kleine Küken findet lieber ein paar wunderbare Spielsachen. Stell das zurück, brüllt der Hase wütend, aber vorsichtig, er seufzt, hoffentlich finden wir deine Mama bald. Ja, und da gibt es ja auch ein Lied über den Herrn Hase, dass der ja sehr ordentlich ist und das geht so, ne? Also vielleicht habt ihr gerade wieder die Texte da, geht so. Herr Hase ist ordentlich und mag, wenn alles schön sauber ist. Jede Blume ordentlich gepflanzt, jeder Kieselstein ordentlich gestapelt und jedes Blatt auf seinem Platz. Herr Hase ist ordentlich und mag, wenn alles schön sauber ist. Also, Herr Hase möchte aufräumen, hat nicht ganz so gut geklappt. Aber sie finden sie nicht, die Entenmama. Nicht am nächsten Tag und leider auch nicht am übernächsten. Erst am dritten Tag. Auf dem Fluss schwimmt eine Entenfamilie vorbei. Mama, piepst das kleine Küken und diesmal stimmt es. Glücklich nimmt Mama Ente ihr Küken in die Arme und die ganze Familie schnattert aufgeregt durcheinander. Bevor Herr Hase sich auf den Nachhauseweg macht, gibt das kleine Küken ihm einen dicken Entenkuss zum Abschied. Vielen lieben Dank, Herr Hase, sagte Frau Ente. Blättern wir noch mal um. Zurück im Hasenhaus macht Herr Hase Großputz.
Er wischt und räumt auf, bis alles wieder schön ordentlich ist. Die Bücher ordentlich nach Größe sortiert, die Schachteln ordentlich nebeneinander und alle Flaschen ordentlich im Regal. Herr Hase ist ordentlich, wisst ihr. Nun ist alles wieder an seinem Platz. Zufrieden blickt sich Herr Hase um. Aber so richtig freuen kann er sich nicht. Irgendetwas fehlt. Nachdenklich runzelt er die Stirn. Und dann fängt er an zu lächeln. Großer Hasenbart, ruft er. Ich habe Lust auf Haferflocken. Dann blättern wir noch einmal um. Und schon bald gibt es ein tolles Haferflockenfest im Hasenhaus. Und die ganze Entenfamilie ist eingeladen. Nichts ist mehr an seinem Platz und alles ist unordentlich. Aber Herr Hase war noch nie glücklicher als zwischen all den fröhlich schnatternden Entenküken. Jo, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit mir und wahrscheinlich war es für euch lustig, weil ich sowas auch noch nie gemacht habe und wenn ich es mir gleich anschaue, muss ich wahrscheinlich auch lachen, vermute ich mal. Ja, aber wir wollen euch ja ein bisschen was bieten, dass es euch nicht so langweilig wird. Und wir werden uns auch in den nächsten 2 Wochen immer mal wieder bei euch melden. Ich wünsche euch trotz allem eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis bald, euer Klaus Neuhaus. Macht's gut. Tschüss, winke, winke.